Okay, er hier unten, er soll ruhig noch ein bisschen weiter schlummern. Ich bin ihm gerade voll auf den Deckel gehüpft. Okay. Jetzt will ich aber auch was Ordentliches haben. Ja, ein Artefakt, wie toll. Klappe halten. So, wofür wird mir das noch angezeigt jetzt im Nachhinein, wofür die war? Nee, ne? Es wäre natürlich wichtig gewesen zu wissen, was das Ding eigentlich hier deaktiviert hat. Naja gut, was soll's. So, kommen wir denn jetzt hier wieder zurück? Ja. Gut. Alles in Ordnung. Zumindest ein Artefakt haben wir gemacht. Ach, der ist jetzt wieder bei Bewusstsein? Ach, ich dachte, der wäre ausgeschaltet. Hallo? Kannst du nicht werfen hier? Wieso kannst du denn jetzt nicht durchwerfen hier? Er will es irgendwie nicht machen, ne? Machen wir es eben so. Ich gehe dann mal in Sicherheit kurz. Ich komme aber trotzdem nicht mehr an ihm vorbei. Das ist ein geringfügiges Problem. Ich glaube, der Weg ist dicht. Ich könnte höchstens kurz schauen, ob ich den hier an die... Nee, ich komme ja nicht mal an die Decke dort. Okay, dann müssen wir irgendwie den anderen Weg nehmen. Oh, komm schon, wohl hat es doch auch funktioniert. Mäh, so ein Scheiß. Ach so, er ist gar nicht jetzt wegen mir aufgewacht, sondern weil der andere geschrien hat. Na, wenn das so ist. So, muss ich denn jetzt das Artefakt nochmal einsammeln gehen? Sieht ganz so aus. Und damit können wir auch nochmal schauen, was hier... Nein, das will ich gar nicht. Was hier der Stromkasten eigentlich deaktiviert. Ach so, die Lampe wahrscheinlich einfach nur, oder? Nee. Nicht mal das. Hä? Es ist aber eine Kammer für sich. Komisch. Keine Ahnung, wofür das jetzt war. Kann ich vielleicht hier dran und dann über ihn drüber springen? Wäre ein Versuch wert. Vielleicht die beste Variante noch, hm? Ja, man sollte weit genug springen können. Muss nur aufpassen, dass ich nicht in seinen Sichtkegel gerate. So, läuft. Kein Problem. Und damit können wir jetzt auch endgültig weitermachen. Dringen wir weiter in die Anlage vor. Graf Karajan wird uns sicherlich entkommen. Überqueren der Brüstung. So, ich nehme aber mal den Weg oben rum. Der gefällt mir besser. Ich glaube, es hat unten schon gespeichert, damit ist es jetzt vorbei. Naja gut, was soll's. Boah, da sieht mich durch das Gitter durch. Das ist ja Wahnsinn. So, ich muss aber schon nach rechts, ne? Nehme ich mal so an. Ich glaube schon. Wie machen wir denn das? So, ich kann natürlich hier drüben ranhüpfen. Jetzt wäre das vielleicht eine Option. Und dann erstmal kurz dort in Sicherheit. Okay, die Blitze sind ja jetzt natürlich äußerst mies. Also das ist ein ganz mieses Element, was sie jetzt noch mit eingebaut haben. Weil die natürlich eine unglaubliche Unsicherheit auslösen, finde ich. So, weiter geht's. Kommen wir denn unserem Ziel langsam näher? Ich hoffe doch. Wäre traurig, wenn nicht.
Was auch immer hier unten ist, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt aber auch gar nicht erkunden. Ich bin gerade zu faul, ehrlich gesagt, dazu. Wir ziehen mal einfach weiter. Aber ich gehe mal ganz kurz meine Rauchbomben auffüllen. So, hier ist ja nichts Neues dazugekommen. Also sind wir fertig soweit. Nee, neues Kostüm haben wir auch nicht dazu gekriegt. Ich hätte jetzt gedacht, dass das, was wir da geöffnet haben, jetzt hier ein Kostüm gewesen wäre. Aber nein, ist es nicht. Vielleicht gibt es die erst nach dem Durchspielen des Spiels. Das kann sein. Weiter geht's. Once you have the mark, they treat you like an outsider. Strange, unpredictable and dangerous. You're as good as banished. And when your mission's over, you're dead. Das hast du gut erkannt. So lauten die Regeln. Okay. Ein neuer Speicherpunkt für uns. Oben kann ich eh nicht drauf. Okay, schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. So, erstmal hier in Sicherheit. Okay, wir sollten auf jeden Fall unten ankommen, denke ich mal. Ich habe bloß Sorge, dass die mich da sehen. Denn vorhin hat der eine mich auch gesehen, würde ich denken. Ja, ja, der hat mich, sehen mich hier. Scheiße! So weit wollte ich jetzt nicht runterfallen. Ich wusste nicht, dass das so weit geht. Töte mich! Töte mich! Ach, Mann. Na gut, neuer Versuch. Gehen wir wieder übers Bäumchen. So, erstmal hier in Sicherheit. Das ist echt blöd gemacht mit dem Blitzen. Die sind schon echt gemein hier. So, gehen wir erstmal hier runter. Ich glaube, hier sind wir erstmal relativ sicher. Hier sollte uns jetzt keiner sehen. Und wieder hoch. Ja, sollte so funktionieren, oder? Ich glaube schon, das war ganz gut. Aber hier kommen wir erstmal nicht durch. Nehmen wir doch einfach mal den anderen Weg. Warum Türen nehmen, wenn wir auch über Dächer klettern können? Oh, das ist gar keine normale Lampe gewesen. Das ist ein Typ gewesen, der hier geleuchtet hat. So, bist du fertig? Na, niemand. Shit, der steht da immer und kontrolliert. Das ist natürlich doof. Ach, warte mal, da unten ist doch... Das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist ja ein Dingens, ein Eingang. Ah, aber nur für ein Artefakt. Natürlich nur für ein Artefakt. Was sonst? Ach ja, stimmt, das war ja die Tür, die zu ist. Wie kriegen wir den da oben weg, ist die Frage. Klar, Rauchbombe im Notfall immer. Aber erstens kriege ich den Rauchbombe hier hingeworfen und zweitens geht's denn nicht auch anders. All clear, let's move on. Nein, nicht so. Ah. Verdammt. Ja, so dachte ich mir jetzt schon eher. Mann, verdammt, ey. Du kriegst es nicht hin, die Rauchbombe so zu werfen, dass er auch davon betroffen ist, ne? Du schlägst wie eine Muschi, Alter. Ja, töte mich doch. Hier, ich bin direkt vor dir. Hallo? Fällt es dir so schwer zu schießen? Oder hast du die Munition zu Hause vergessen im Turnbeutel? Dass man dann natürlich auch nochmal von hier machen muss, ist auch blöd. Da hätte man ruhig nochmal einen dazwischen setzen können, mit Speicherpunkt. So, erstmal nach unten. Wo geht's denn ganz unten lang? Ich meine, wir können ja mal schauen. Vielleicht ist das ja ein besserer Weg, auch wenn er erstmal nicht so aussieht. Ah, nee, ist es nicht. Wobei hier unten auch ein Zugang ist. Vielleicht hilft der uns. Ach ja, wie schön wäre das Leben eines Ninjas, wenn man wirklich
einfach mal auf Kosten seines eigenen Lebens testen könnte und dann wieder da anfängt, wo man vorher war. So, sind wir wieder hier. Und machen das Ganze mal ein bisschen vorsichtiger. Er geht durch. Ah, verdammt. Dieses Licht. Muss ich das echt noch ausschalten vorher? Ist ja schrecklich. Na gut, was soll's. Blitz. Ach komm, ich bin erst nach dem Blitz. Wollt ihr mich denn verarschen? Ich bin erst nach dem Blitz rausgekommen. Mäh, jetzt werdet aber langsam ungenießbar hier. Ah, Blitze! So, machen wir das Ganze halt nochmal. Diesmal schalten wir hier auch das Licht aus. Wechseln vielleicht vorher noch auf die Pfeile im Optimalfall. So, und dann können wir uns einfach mal kurz einen Moment Zeit lassen und Tee trinken oder sowas. In meinem Falle Milchshake. Schmeckt immer noch köstlich. Was macht der? Alter, was hast du getan? Warum fällst du einfach über die Kante? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe die Steuerung nicht. An jeder normalen Kante stellt er sich erstmal hin und guckt halt über den Rand drüber nach unten. Aber dort nicht. Dort macht es nicht. Dort fällt er direkt runter. Macht total Sinn. Oh, diese Spielsteuerung, diese Mechanik. Die ist wirklich das Einzige, was mich eigentlich richtig aufregt an dem Spiel. Diese Ungenauigkeit in der Steuerung. Naja, was soll's. Jetzt macht das wieder. Willst du mich eigentlich verarschen? Hör auf zu gucken. Nein! Nein! Oh. Oh. Da kriegst du Kopfschmerzen von. So. Blitze. Blitze. Geht doch. So, neuer Versuch. Vielleicht kriegen wir es ja heute mal hin. Zur Abwechslung. Wenn ihr noch eine Weile beschäftigt seid, würde ich dabei einfach schon mal vorgehen. Das ist mir aber irgendwie zu heikel, ehrlich gesagt. Okay. Sie geben es auf. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind drin. Wahnsinn. Hat ja gedauert. So, das ist jetzt nicht so das Problem. Müsste man dem Grafen jetzt mal fragen, warum er nicht einfach konstant schießende Laser hier eingebaut hat. Dann hätte sich die Sache erledigt für den Ninja. Aber gut. Nichts dagegen. Er will ja offenbar sterben. Okay. Ich denke mal, wir werden auch irgendein klärendes Gespräch mit Graf Karajan haben, in dem er uns erklärt, warum er die angegriffen hat. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ansonsten wäre es eine ziemlich flache Story.